Juhu. Ist das denn Anhängerkupplung von Fahrrad Meier hier oder was? So, Jungs, ich hab mir die letzte Challenge ausgedacht. Oh, ihr seid ja auch schon drin. Auch schon die Challenge ausgedacht. Ja? Ihr habt mich ja extra versetzt, damit ich mir eine Challenge ausdenke. Also, ich bin fertig. Los, Männer, los geht's! Geht nicht mehr. Die Vespa läuft schon. Aufs Wetter habe ich halt keinen Einfluss, da müsst ihr jetzt durch. Was für ein Regen hier gemacht oder was? Ey, ich hätte es mir nicht gewünscht. Also, die Teller nicht auf hier essen, mach nicht. Ja, apropos Teller aufessen. Challenge, die ich mir ausgedacht hatte, war ja Pizzaboten-Challenge. Ach, wir kriegen endlich mal Catering bei diesem ganzen Ding hier. Das ist der Hammer. Super. Ja, also, bevor ihr essen dürft, aber ist noch eine Challenge dabei. Also, ich hätte gedacht, ihr bekommt eine frische Pizza aus dem Ofen, die ihr dann auf euren Mofas eben montiert. Und dann gebe ich euch einen Startpunkt, wo ich euch 5 Rätsel schicken werde, die irgendwo im Umkreis von im Ort sind. Dann fahrt ihr jeweils an die Punkte, macht ein Bild, dann schicke ich euch ein Rätsel für den Zielort, ihr kommt wieder und dann messen wir die Temperatur eurer Pizzen und ihr bekommt dann halt Punkte anhand von der Temperatur. Ja. Also in der Regel, wer schneller da wäre, der hat die wärmere Pizza dann. Richtig, so ungefähr. Okay. Spur verloren. Hätte eh noch. Ich hätte halt gesagt, so die Challenge dauert so, ja, für jeden ungefähr eine halbe Stunde und es ist halt zeitversetzt, damit ihr euch nicht gegenseitig beeinflusst oder irgendwas. Ja, aber eine halbe Stunde im Regen ist kack. Nee. Das ist das große Finale. Das ist halt die letzte Challenge. Nee, also noch nieselt's nur, aber da hinten duscht's schon. Das, nee. Wollt ihr jetzt wieder euer eigenes Ding durchziehen oder was? Oh. Mimi! Weißt du, was mich mal interessieren würde? Ich habe ja eh das beste Mofa. Ich habe ja fast jede Challenge gewonnen. Was? Aber ich würde gerne mal was Italienisches probieren, ne? Ja, er möchte was Italienisches probieren, wenn er schon keine Pizza kriegt. Ja, genau. Er möchte mal was Gescheites fahren. Ja, ich könnte ja Bratwürste transportieren, während ihr Pizza macht, ne? Ja, das wär eine Möglichkeit, weil, jetzt versteht's mich nicht falsch, aber ich würde eigentlich mal probeweise auch gerne mal so ein Ding fahren. Ach was? Nee, jetzt auf einmal, oder was? Wenn du schon mal Italiener fahren willst, dann muss ich jetzt mal das komische Zweigang-Ding ausprobieren. Nitro-Treifen. Ich will wissen, warum der so schnell ist ab und zu. Also ich will mal diese Vespa-Müll mal probieren. Ne? Vorsichtig! Okay. Dieses Zweirad hat auch Gefühle, ja? Super! Scheiße, das hört aber nicht mal aus der Psychische. Doch, der Sattel hat wirklich von der Bequemlichkeit. Schau mal, wie das wackelt alles. Ja, das muss so. Und was er hier braucht, ist ein Außenspiegel, damit man weiß, wer ihn alles überholt. Au. Sag mal, die Italiener, die müssen einen ziemlich harten. Ja, jetzt Spur. Aber nicht vor. Okay, ich mach Italiener mal eine Runde. Halt. Ach, los geht's. Da muss man schon arbeiten bei der Maschine, ne? Er springt nicht an. Warum geht da nichts? Yes. So, Fahreindruck. Darum geht nicht. Hast du gesehen, dass er noch beinahe drüben war in den Pickup reingefahren wäre? Der beinahe eingeschlagen, der Holger. Ja, jetzt machen wir mal einen Geschwindigkeitstest. Wirklich sehr, sehr lappig. Kein Vergleich zum Solo-Mofa. Ist ja fast Elektro. Das war's. Wahnsinn, was ist das denn? Guck mal, wie das wackelt. Oh, da kommt er mit einer Raketengeschwindigkeit. Ui. Das ist wackelig, doch. Bremse! Bremsen gehen nicht! Wir gehen der Kasten wieder aus hier. Pedel. Ja, komforttechnisch zwischen 3 und 4. Fahrtechnisch eine klare 5. Tacho geht überhaupt nicht. Ach was? Es wackelt, es scheppert, es ist
bei 25 wahrscheinlich, was es macht, gehe ich davon aus. Ja, ja. Ist lebensgefährlich. Nein. Und deine Bremse geht überhaupt nicht. Braucht man auch nicht. Sollen wir mal durchtauschen? Ja, werde ich mal das komische Solo da testen. Also. Test einmal das Solo, ne? Vergiss den Benziner nicht, weil der hat eine elektronische Unterstützung. Ne? Benzinhorn auf. Also ich muss ja sagen, angesprungen ist es ja gleich, gell? Aber irgendwie fährt's nicht. Was hat er denn für Probleme? There is a technical issue. I think he's not approved to drive a solo. Streikt? Geht nicht? Geht nicht? Fährt nicht. Alter! Was los? Hä? Hä? Mach mal das Licht auf. Das fährt nicht. Das ist doch ein Klump, das Ding da. Und beim Rückwärtsschieben haut es einem dann fast die Füße zusammen, weil die Pedale so schnell rückwärts drehen. Tja. Probieren wir das nochmal mit Schock. Momentan fährt es im ersten Gang. Kommt da irgendwann der zweite? Jetzt kommt der zweite, okay. Ja, jetzt bin ich gleich mal gespannt hier auf die Garelli. Das andere Garelli, die Schwelli. Okay. Die Bremse geht gut, Hilfe. Alter, was ist das ja, denn? Ja, sag ich doch, guck mal her. Das, guck dir das mal an hier. Das kannst du ja. Guck mal her hier. Da, setz dich da. Boah. Das ist aber auch eher so die Folter. Da kannst du deine. Schau mal, wie billig das ist hier. Oh, Wahnsinn. Das ist einfach nur aus Plastik. Wahnsinn. Aber man wird hier von Fahrradfahrern überholt. Weiter rein, das Ding funktioniert nicht. Schau mal, was er jetzt für ein Highspeed hat. Alter. Den krieg ich, den krieg ich, den krieg ich. Oder auch nicht. Also es fährt ja nicht schlecht. 35. Also optisch muss ich jetzt ehrlich sagen, gefällt mir die Garelli besser als deine Vespa. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt die Garelli auch besser als die Solo. Und lass das nicht im Papa hören. Nee, aber nicht, ne? Wie sieht das Ding an überhaupt? Mein Gott, du wirst so wissen, wie man einen Mofa anmacht. Nicht da ziehen. Ah! Ist auch fein. Erster Gang. Zweiter Gang. Diese Beschleunigung. Weißt du, was anmachen und dann nicht wissen, wie es ausgeht, ne? Mama. Was hast du jetzt gedrückt? Ne? Was hast du jetzt gemacht? Sorry nicht. Jetzt sag doch halt. Der Fahrradfahrer hat mich voll abgehängt gerade. Da geht ja überhaupt nichts vorwärts bei dem Ding. E-Bike oder ja, was? Wir wissen, nö, Rennrad. Kopf nicht. Und hat sich köstlich amüsiert über mich. Echt, oder? Ja, klar. Aber die sollten nur 25 fahren eigentlich. Das liegt doch da schon völlig außerhalb des Toleranzbereiches. Ja, der Beweis deines illegalen Tunings. Ich habe kein illegales Tuning. Ja. Nein, das ist original so. Jetzt fährst du mal das da, komm. Also, die Soundmaschine. Oh, in alles Aprilia. Aprilia Fernlicht. Guck mal, Fremdorgel, ne? Nee, das Fernlicht ist schon mehr wert wie die ganze Solo. Also. So. Steht Aprilia. Also grundsätzlich so von der Sitzergonomie ist das Ding schon cool, ne? Also besser als meine Vespa auf jeden Fall. Dann fahr mal eine Runde. Oh, hier, der Wendekreis ist ja wohl ein Witz, oder? Mal gucken, ob sich hier die Bremse zertäuscht, ne? Vor allem muss er die sportliche Sitzposition noch üben. Ja, Panik. Ich bin der alten Herrenfahrer. Er sitzt drauf wie die Oma. Laut ist es, ne? Aber es ist auch das Einzige. Du bist doch schnell. Aha. Ah, der kommt noch. Der kommt. Der kommt. Solange deins nicht in Turbo-Modus schaltet nach 2 Minuten, bin ich schneller wieder.
Ja, stimmt, das Drag Race hat die Garelli gewonnen, ganz knapp. Echt? Da war ich noch vor dir, ja. Ach, scheiße. Weil dein so lange zum Beschleunigen gebraucht hat. Ich glaube, ihr macht Spaß. Freut sich gerade. Ich hab ein bisschen der Sound gehört auch dazu. Geht schon richtig steil. Ich bin am Arsch. Ich glaube, er will nicht aufhören. Ja, merke ich. Das ist italienische Passione. Ja, genau. Leidenschaft. Ja, super Leidenschaft. Ja? Ich leide auch vor lauter Schaft. Ja, weißt du, was ich mir noch gerade überlegt habe? Nee, du hast was überlegt? Nee, pass auf, du bist doch 15, ne? Dein erstes Mofa. Dann hast du deine erste Freundin. Die willst du mal mitnehmen. Darf man das auf dem Mofa? Kommt auf die Freundin an. Ich würde den Sitz von der Solo jetzt abbauen und auf die Garelli setzen. Dann haben wir das perfekte Mofa. Apropos perfektes Mofa, soll ich jetzt mal fahren? Ja, jetzt such dir eins aus. Welches willst du denn? Welches Schweinerl hätten es denn gern? Ich meine, es ist klar von den Challenges und so weiter, dass die Vespa wahrscheinlich die einfachste zu fahren ist. Also als Einsteiger-Mofa, also ich glaube, ich nehme das. Was, das? Ja. Okay. Der Vespa. Der Vespa. Jetzt wird es wettermäßig echt ungemütlich hier und der Producer möchte jetzt auch mal fahren. Wieso machst du an Netz und fährst am Boden? Jeder ist mal was vorwärts! Handy an die Linke! So! Jetzt fahre ich dieses Ding. Uiuiui! Kannst du ja wie ein Lowrider so als Bounce-Wheelies machen. Der Produzent hat Spaß. Wow. Bisschen gewöhnungsbedürftig ist das Ganze noch, aber das doch. Jetzt weht's ihn gleich weg. Oh, der Produzent kommt. Wie lang fährt er denn jetzt? Leise die ist, ne? Ist das nicht der Wahnsinn? Er kommt. Flüsterleise. Und er hat ein Lächeln auf den Lippen. Die Bremse ist super, gell? Hebel. Ich sehe nichts mehr. Also mal abgesehen von dem Pesewetter, war das jetzt cool. Aber ich glaube, ich bin schneller gefahren, wie du hier gefahren bist. Hast du nie Vollgas gegeben oder was? Ich verarsche mich aber. Denk, ganz ehrlich, so plötzlich auf einmal, kam da nochmal Speeds. Wo war das bei dir? Ich stell mir das doofe Ding da mal hin. Auf Pedal. Ja, es ist halt in allen Belangen eine Maschine für Könner. Es ist in allen Belangen ein Schrott. Nein. Schrottmuffer. Jo. Überhaupt nicht. Ich muss nochmal so richtig schön herrichten. Weil du, Herr Producer, du schaust mir beim Helmfall komisch aus. Echt? Ja. Echt? Humpty Dumpty. Du schaust da nicht besser aus. So, am meisten Spaß, also abgesehen jetzt von dem, wo ich gefahren bin, scheint die Garelli sehr viel Spaß zu machen. Jo. Und am wenigsten Probleme zu machen. Und sie ist am lautesten, was für mich hier persönlich sehr wichtig ist. Sie klingt am besten. Ja. Also ich dachte sagen, vom Gefühl wäre die Garelli tatsächlich die beste. Der Sieger! Am meisten Emotionen steckt, finde ich, tatsächlich in der Garelli. Also Emotionen, sachlich nüchtern deutsch. Vorsichtig, was du jetzt sagst. Guck dir mal an, wie die aussieht. Was, der dritte Platz? Guck dir mal an, schau dir mal an, wie die ausschaut. Vom Gesamtzustand ist das Ding ja schon eine Vollkatastrophe. Also das hat den dritten Platz. Es war doch gerade Abmachung, der dritte Platz wird verschrottet oder brennt. Nein. Also ich glaube, um das eindeutig zu regeln, müssten wir uns die Punkte anschauen. So. Von den Challenges. Genau. Dazu müsste ich nur wissen, was ihr gemacht habt und wer bei was gewonnen hat. Okay.
Da müssen wir da jetzt noch das mal alles zusammenschreibseln oder so. Analysieren. Ja. Also, wir sehen euch dann irgendwo, wo es nicht so nass ist für die Punktevergabe. Ja. Tschüssi! Also Holgers Mofa, 35 geht's so laut Tacho? Ja, es geht schon 40, wenn man ein bisschen Geduld hat, ne? Ja, irgendwann mal so nach 5 Stunden.